Vater und Sohn intensiv. Der Vater und der Sohn sitzen am Strand. Der Vater und der Sohn sitzen auf Felsen. Der Vater und der Sohn haben Heimweh. Sie vermissen den Großvater. Sie denken daran, wie schön es wäre, den Großvater wiederzusehen. Aber sie können nicht zum Großvater, weil sie auf einer menschenleeren Insel sind. Der Vater und der Sohn entdecken am Horizont ein Schiff. Der Sohn freut sich. Der Sohn ist außer sich vor Freude. Der Vater und der Sohn tanzen vor Freude. Der Sohn macht vor Freude einen Handstand. Der Vater und der Sohn können ihr Glück kaum fassen. Vom Schiff kommt gerade ein Beiboot. Es handelt sich um Piraten, um Seeräuber. Die Piraten sind nicht mit guten Absichten gekommen. Die Piraten rauben den Vater und den Sohn aus. Die Piraten sind bewaffnet. Der eine Pirat ist mit einer Pistole bewaffnet, der andere Pirat mit einem Gewehr. Der linke Pirat hat ein Kopftuch umgebunden. Der rechte Pirat trägt eine Mütze. Der Pirat mit dem Kopftuch durchsucht den Vater gerade. Er greift dem Vater in die Hosentasche. Der Vater und der Sohn heben die Hände hoch. Sie haben Angst vor den Piraten. Die beiden Piraten kehren zurück zum Mutterschiff. Sie lassen den Vater und den Sohn auf der Insel zurück. Sie haben den Vater ausgeraubt. Die Piraten haben fette Beute gemacht. Der Pirat mit dem Kopftuch lässt die Münzen in der Hand klimpern. Dieser kleine Abstecher zur Insel hat sich für die Piraten gelohnt. Der Vater und der Sohn wirken benommen. Sie müssen das, was sie da gerade erlebt haben, erstmal verarbeiten. Der Vater und der Sohn sitzen wieder am Strand. Das Schiff verschwindet am Horizont. Der Vater und der Sohn sind enttäuscht. Der Vater und der Sohn weinen vor Enttäuschung.